Regierungen müssen jetzt endlich kapieren, dass man nicht in die Vergangenheit investieren soll. Sehen Sie dieses alte Telefon mit Wählscheibe? Das wurde vor 120 Jahren erfunden. Diese alte Technologie hat ihren Zweck gut erfüllt, aber jetzt gehört es ins Museum. Es ist zwar schön, aber es gehört ins Museum. Würden Sie noch einmal in diese Technologie investieren? Nein. Sie würden in das hier investieren, ein Smartphone. Ein Telefon so intelligent, dass man eine Million verschiedene Dinge machen kann. Und es ist natürlich ohne Kabel. Also, letzten Monat habe ich zu Chris Cassidy gesprochen. Den kennen Sie vielleicht nicht, aber es ist der Commander der ISS. Er war oben im All und hat mit mir gesprochen. Er sah nach unten und ich habe oben gewunken. Wir waren nicht mit Kabel verbunden, weil die Menschen, die die Entscheidungen getroffen haben, die hatten so viel Weitblick in die Zukunft zu investieren und zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Jetzt gerade als Trillionen von Euros in den Wiederaufbau der Wirtschaft investiert werden, sind diese Funds so mächtig und so groß, dass wir unfassbare Möglichkeiten hätten. Alles, was wir tun müssen, ist es aufzugreifen, und wir müssen jetzt eine saubere Energiewirtschaft aufbauen. Wir müssen die Menschen zurück in nachhaltige Jobs bringen. Wir müssen energieeffizientere Häuser bauen. Und wir müssen Autos bauen, die zum Beispiel elektrisch angetrieben werden. Dorthin müssen wir jetzt investieren. Wir müssen ganz einfache Dinge tun, die noch nicht einmal Technologie brauchen. Wir müssen Bäume pflanzen. Ich sage euch, es kann gemacht werden. Ich erinnere mich, als ich Gouverneur war, wir hatten große Pflanzen, die den Treibhauseffekt so reduziert haben. Energie muss aus energieneutraler Energiegewinnung kommen, und wir haben das geschafft. Und ich habe keinen Zweifel, dass Kalifornien weiter in diesem Geiste nach vorne schreiten wird. Wir werden bis 2030 noch weitere Treibhausgase reduzieren. Nochmal 40%. Und 2045 haben wir 100% nachhaltige Energie. Heute ist Kalifornien zwar nur 12% der Gesamtpopulation, aber 50% und mehr der grünen Technologien sind hier beheimatet. Wir sind wirtschaftlich am erfolgreichsten in den United States, und wir sind die fünftgrößte Wirtschaft der Welt. Das ist die Zukunft. Wir sind erfolgreich mit neuen Technologien. Meine Damen und Herren, der Klimawandel ist die Pandemie unseres Planeten. Es ist auch unsere Pandemie. Wenn man darüber nachdenkt, dass es bis jetzt knapp 1 Million Menschen an dem Coronavirus gestorben sind, aber Umweltverschmutzung tötet 7 Millionen Menschen jedes Jahr. Also das ist die echte Pandemie. Es ist überall verbreitet, in allen Ländern, und es gibt keinen Impfstoff.